Jo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Kann man ja schon sagen. Und zwar möchte ich euch heute mein Zimmer zeigen. Ja, also das ist mein Zimmer. Hier hinten habe ich meine kleine Ecke, wo ich die ganzen Technik-Sachen und so und aufnehmen und alles. Und ja, das ist hier hinten meine Ecke. Und zwar kann ich mich ja hier mal hinsetzen. Und zwar, also wir haben hier eine Xbox 360, die neue Xbox 360, also die neuere, mit Kinect und einem Flatscreen. Und zwar einen eigentlich recht großen Flatscreen. Hier habe ich die Fernbedienung dafür und dann noch zwei Xbox-Controller. Hier hinten ist mein Telefon. Hier ist mein Bildschirm für den Computer, meine Stereoanlage in Anführungsstrichen. Meine Lautsprecher halt. Dann habe ich hier noch so ein paar Kopfhörer und hier drüben mein Headset. Ich bin Schalke-Fan, wie man vielleicht da unten erkennen kann. Hier unten liegt noch ein bisschen Kabelzeug rum, sehe ich gerade. Hier habe ich einen original signierten Ball. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mit Henri-Unterschrift. Torres, also Fernando Torres. Dann, wenn ich fehlen darf, ist natürlich Messi. Und ich dächte noch ein Lampard und Fabregas. Ja, das war's. Gut, dann habe ich hier noch ein bisschen Kabelzeug. Da unten ist der Koffer von meinem T-Bone. Da drüben steht eine Flasche. Da unten ist der Koffer von meinem T-Bone. Mein geiler Mülleimer übrigens. Das T-Bone selber habe ich hier mit dem Popschutz. Mach ich mal kurz ab. Hier, das ist mein T-Bone. Hier ist der Popschutz. Und ja, es ist ein großmembranes Studio-Mikrofon. Aber ich möchte jetzt kein Review zu meinem Mikrofon machen. Deswegen mache ich den Popschutz mal wieder drum. So. Gut, dann haben wir den Popschutz auch wieder. Gut, dann stehe ich mal wieder auf und gehe mal zu meinem hinteren Teil des Zimmers, beziehungsweise zu meinem vorderen. Hier sieht man meinen Schatten. Richtig geil, ne? Dann habe ich hier so ein bisschen Pokale noch vom Fußball und dort Medaillen und Zeugs. Dort unten ist mein Schulzeug drin. Schulzeug mache ich aber hauptsächlich unten. Hier habe ich so einen kleinen Sitzsack, wo irgendwas drauf liegt. Was ist das? Irgendein Papier, schmeiß ich gleich mal in den Mülleimer. So, dann habe ich hier mein Bett, das sehr groß ist, im Vergleich zu der Tür hier hinten, wenn man jetzt nicht sehen kann. Ich kann ja mal kurz, nee, geht leider nicht, mal kurz Licht anstellen. Hier ist meine Tür und noch ein Schalke-T-Shirt. Hier ist mein Fußballschrank, da sind meine ganzen Fußballsachen und so drin. Hier halt meine Tür. Dann habe ich hier hinten meine Schlafecke, sag ich mal. Und da liegen noch, da stehen zwei Flaschen für die Nacht immer, wenn man mal was trinken muss. Dort mein Wecker, mein Radio und noch eine Lampe. Dann habe ich hier unten noch ein Ladekabel für mein Handy. Das übliche halt, dort noch Insektenspray. Okay, YOLO. Dann war es eigentlich schon fast. Hier habe ich hinten noch so ein Schalter, den so ein Kuschelkissen liegen, wenn ich Nintendo DS spiele. Und hier noch ein bisschen Krams. Meine geile Lavalampe. Finde ich wirklich richtig cool. Dann hier noch ein paar Andenken und so. Dies, das. Dann geht's hier hoch zum Dachboden, aber den mein Taucherschein. Also ja, ich gehe tauchen. Hier wirklich mit. Also das bin nicht ich, aber halt mit wirklich Flasche und so. Hier noch ein Schalke-Kalender. Boah, ich stehe voll auf Schalke. Dann gehen wir mal hier hoch. Da drüben ist übrigens noch ein T-Shirt. Da. Oh Gott. Das ist ja eine schlechte Auflösung. Da ist übrigens das HTC One, also das neueste HTC, was rauskommt. Und hier ist eigentlich nichts weiter. Hier liegen nur noch zwei Matratzen rum. Und ja, für Gäste halt einfach. Ja, die hole ich dann halt einfach runter, wenn jemand übernachten möchte oder so. So, dann gehen wir mal wieder runter.
Und dann kann ich nämlich mal euch noch meine Spielesammlung zeigen. Wenn ihr wollt, dass ich noch ein Video über meine Spiele mache, also praktisch komplett über die Spiele, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich das auch. Hier mein geiles Banner. Schreibe ich schon etwas länger, aber ich füge es nicht auf YouTube ein. Weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Computerspiele, dies, das, Siedlerzeug, Star Wars. Habe ich hier Assassin's Creed 4, Assassin's Creed 3, FIFA 13, Sims 3 und Kinect Adventures. Ich kann euch ja nochmal, ich kann euch ja nochmal zeigen, später dann, wenn ich dann die Xbox angeschaltet habe, kann ich ja noch ein Review machen, was ich alles so noch für Xbox-Spiele habe. Ich habe auf jeden Fall noch GTA 5, GTA 4, dann Splinter Cell, FIFA 14. Oh Gott, was habe ich denn noch alles? Ich habe eigentlich relativ viele Spiele. Star Wars The First Unleashed habe ich noch und ja. Dann habe ich hier noch so eine kleine Tastatur. Ich brauche eigentlich gar keine Gaming-Tastatur. Mir reicht so eine ganz stinknormale. Und auch eine etwas andere Maus. Ich habe nicht so eine Schiebemaus, sondern eine Rollmaus, wo ich dann hier so bewegen kann. Und dann bewegt sich auch der Cursor, wie man da sieht. Wenn ich das hier bewege und hier kann man klicken und hier Rechtsklick machen. Finde ich ganz cool. Eigentlich kann ich so recht gut PvP spielen, finde ich. Also wenn man hier so und dann kann man hier so zack, zack, zack und zack. Ja, dann lol. Gerade voll unscharf gewesen. Wie ich gemerkt habe. Gut, dann war es das eigentlich schon für die Review von meinem Zimmer. Ich habe übrigens noch einen geilen Ausblick, den ich euch jetzt aber nur minimal zeigen werde. Weil ich möchte nicht in die Öffentlichkeit treten, wo ich wohne und so. Ich habe hier einen geilen Ausblick und ich könnte jetzt rechts auf die Straße filmen, doch dann werden vielleicht ein paar was erkennen. Es ist gerade dichter Nebel, deswegen ist es ein bisschen scheiße zu erkennen. Okay, hier habe ich noch ein paar Pflanzen da stehen, dies, das. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Hier habe ich noch meinen Kleiderschrank übrigens. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ich mehr solche Videos machen soll. Dann mache ich auch mehr. Bis bald.